Wolfgang, servus. Servus. Keine ungute Frage zuerst, aber wie alt bist du jetzt? Ich werde heuer im Oktober 61. 61. Jetzt werde ich auch wirklich alt. Ich habe mit dem Wolfgang, ja, vor, weiß nicht wie viele Jahren das war, 2004, so meine ersten Profi-Jahre habe ich mit dem Wolfgang beim LASK gespielt. Und jetzt stehen wir wieder gemeinsam am Platz. Du hast dich nicht verändert, du hast früher schon so ausgeschaut. Voll früher schon so alt. Nein, von deinen Bewegungen, wie du noch fliegst, wirklich sensationell. Was sagst du zum heutigen Spiel generell? Wie war der Gegner? Wie schätzt du unsere Leistung heute ein? Das Gute dabei ist, bei der Mannschaft, wir geben so viel, dass es gerade reicht. Ja. Das heißt, wie ein Pferd, sagt man da, oder? Ja, genau. Wir sind natürlich hinten sind wir relativ fit. Ja, damit hinten nicht viel anbrennt, je weiter es nur vorgeht, umso weniger geht die Dynamik. Und wir sind auch oft ein bisschen lässig in den Chancen auswerten. Ja, wenn wir hinten so arbeiten würden, dann würde es anders ausgehen. Und es bleiben auch relativ viele Spieler immer vorne stehen, das muss man auch mal sagen. Aber ihr macht es hinten perfekt, Toni Pfeffer. Was heißt wir? Der Toni Pfeffer, der Michi Harz und vielleicht der eine oder andere, du bist da und zu zurückrennt. Der Korki war heute brav. Korki muss man heute erwähnen. Ja, linker Verteidiger, zurückgearbeitet, sensationell. Ja, aber sonst habe ich nicht viel gesehen, wie noch hingearbeitet. Aber so soll es ja sein für dich, oder? Du möchtest ja ein bisschen was zum Tor haben und das taugt dir ja. Natürlich, ja, wie gesagt, zwei Tore haben wir ein bisschen verlaufen beim ersten Tor. Aber es kommt halt dafür, dass wir halt lange nicht gespielt haben, dass wir jetzt erst das zweite Spiel wieder haben, aber es wird mit der Spielpraxis wieder werden. Wolfgang, ich freue mich auf viele weitere Spiele mit dir. Vielen Dank, dass du noch zur Verfügung gestellt hast. Gerne. Bis bald.